Servus zusammen, liebe VfB-Fans. Einen schönen, wenn auch verregneten Nachmittag hier von der Hafenstraße in Obertürkheim. Ja, der fünfte Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg steht auf dem Programm für die VfB-Damen. Dabei gibt es neben mit dem TV deren Dingen Besuch aus Tübingen. Abseits vom Regen, Bedingungen eigentlich ganz okay mit rund 13 Grad Außentemperatur. Die beiden Mannschaften sind hier schon versammelt auf dem Kunstrasen an der Hafenstraße. Nächste Ecke, die wird auch wieder gefährlich und das ist das 1:0. Beim zweiten Mal hat es geklappt mit Katharina Baumann. Ihr Kopfball, der das hier so gefährlich macht. Das sind Minuten, in denen noch einmal gallig wird. Und die Kapitänin Madita Habermehl, die das übernimmt und nicht trifft. So reicht es für den VfB nach dem Foulspiel an Selensky, wo es Vorteil gab. Etwas für Chiara Marciniak. Wieder viele der Standards übernimmt in der gegnerischen Hälfte. Einen guten Fuß hat und eigentlich auch immer ein ganz gutes Auge. Ja, warum nicht? Und der Nachschuss sitzt. 2:0 und was für ein Tor. Wieder Ausgangspunkt, ein ruhender Ball der Reihe nach. Marciniak fast in den Winkel. Und dann der Nachschuss von Theresa Böpple. Ihr Zuspiel rutscht dann sogar noch hier durch. Flanke kommt und das ist eine gute Möglichkeit und das ist das 3:0. Sträflich allein gelassen und so sorgt Theresa Böpple hier für ihren persönlichen Doppelpack. Ein tolles Tor, jedoch als letzte mit der Fußspitze war Böpple auch dran gewesen und nach ihrem Dreierpack gibt es jetzt auch noch das Tor zu feiern für Selensky. Schönes Ding. Ein Schuss wie ein Strich. Ihre ganze Qualität lag in diesem Ball. Tolles Tor zum 4:0. Ja, und damit ist die Partie auch abgepfiffen. 4:0, ein unterm Strich verdienter und vor allem clever erkämpfter Sieg der Elf von Heiko Gerber. Drei wichtige Punkte. Die erhoffte Reaktion nach der Niederlage in Freiburg ist erfolgt. 4 Tore, 3 davon erzielt durch Theresa Böpple. Gratulation zu dieser guten Leistung an die Stürmerin. Den Treffer zum Endstart gab es dann kurz vor Schluss durch Anja Selensky, die damit ihr 4. Saisontor erzielen konnte.